das ist einfach ein richtig, richtig geiles Konzept. Also das erinnert mich sozusagen auch schon wirklich so ein bisschen an das, was ich in Hongkong mal gesehen habe, das, was es in London gibt. Ja. Und wir wollen sozusagen eine Fine Dining Experience auch aufs Event bringen. Wir haben bei uns schon vor 4 Jahren gesagt, dass sozusagen in Betrieb, ja, Mitarbeiterverpflegung, ja, ist komplett vegetarisch. Heute bei uns Max Jensen von Berlin Cuisine aus Berlin, bei uns auch im Berliner Office. Berlin Cuisine arbeitet seit 2019 mit Comics.ro zusammen. Ihr hattet damals vor Corona 470 Leads mit Comics generiert. Während Corona ist das Veranstaltungsbusiness ein bisschen abgeflaut. Jetzt geht's wieder voll los, 2021. Max, super, super, dass du hier bist. Was wir von Max heute lernen ist, wie wird das Veranstaltungsmanagement von Berlin Cuisine neu erfunden und wie wurde auch das Veranstaltungsmanagement während Corona, wie wurde das gemanagt? Also Max, vielen Dank, dass du hier bist heute. Bin gespannt auf den Talk. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon. Max, du hast eine Kochlehre. Mit einer Kochlehre hast du gestartet, hast den Berlin Cuisine mitgegründet. Was war die Journey? Also ich habe nach dem Abitur 2006 bin ich nach Berlin gegangen und habe dort eine Kochlehre im Restaurant V bei Kolja Kleberg gemacht und habe während der Kochlehre, ich habe die Kochlehre gestartet und eigentlich war mir klar, ich wollte schon immer ein Restaurant machen. Ja. Und dann bin ich nach der Kochlehre, habe ich noch 1-2 andere Stationen gemacht und habe dort dann entschieden, dass ich eigentlich sozusagen, es gibt als Koch, wenn du in einem Restaurant arbeitest, gibt es so eine Matrix, ja, so eigentlich sagst, du hast halt so kreativen Input und du hast Routine. Umso länger du da bist, umso mehr Routine, sage ich mal, und wirklich Können kriegst du, aber du hast halt in den ersten Wochen, in denen du in der Küche stehst, halt unglaublich viel Input. Dann haben wir uns entschieden, eine Praktikareise zu machen. Also wir haben Geld zusammengespart, ja, und haben dann 18 Küchenpraktika in 13 Ländern gemacht. Haben einen Film darüber gedreht, der hat das Ganze auch finanziert. Felix und ich, mein Mitgründer Felix. Ah. Ja, genau. Dann sind Felix und ich sozusagen durch 13 Länder gereist, haben 18 Praktika dort gemacht und sind eigentlich zurück nach Berlin gekommen, ja, um das beste Restaurant der Welt aufzumachen. Ja, und aus dem besten Restaurant der Welt ist dann das beste Catering-Unternehmen geworden. Ja. Und der Weg dazwischen war eigentlich so, wir haben nach einem Investor für ein Restaurant gesucht und wurden dann immer weitergereicht. Ja. Und plötzlich hatten wir 3, 4, 5 Aufträge die Woche. Ja. Und genau, und jetzt sind wir hier. Wie organisiert man sich Praktika in 13 Ländern rund um die Welt? Das war in Asien ja auch, oder? Genau. Wie macht man sowas? Weil ich kam ja aus der Kochlehre ja beide raus. Und dann habt ihr euch gedacht, ihr reist mal ein bisschen? Oder wie habt ihr das gemacht? Habt ihr angerufen bei den Restaurants dann? Also das Anrufen, das haben wir im Vorfeld probiert. Ja. Ja, nur wir wussten im Prinzip aus Erfahrung, dass es so ist, in einer guten Küche haben die Köche immer zu viel zu tun. Ja. Das heißt, eigentlich sind sie froh darüber, ja, wenn jemand an der Tür steht und sagt, ich möchte mitarbeiten. Ja. Und es war im Vorfeld total schwer, etwas zu organisieren. Also wir sind losgefahren, da hatten wir ein Praktikum im Gepäck. Das war das allererste. Ja, im Kempinski Hotel Bangkok. Ja. Und danach aber, wir hatten Grundvertrauen eigentlich, dass unsere These aufgeht. Und dann war es auch so, also sie ist aufgegangen. Es gab aber zum Beispiel Länder sozusagen, wo es sehr viel schwerer war. Ja. Also zum Beispiel war es so, wir haben einen Großteil unserer Zeit auch in Japan verbracht. Und da war es so, da hat man viel mehr Vorbereitung gebraucht, als zum Beispiel in Bangkok. Ja. So. Ich glaube, das hat dann auch einfach so was mit der Mentalität und mit den Menschen vor Ort sozusagen zu tun. Was waren die Länder? Das war Asien, war das alles Asien oder wo? Wir waren voll in Asien unterwegs. Mhm. Also wir waren die ganze Zeit in Asien. Die bestimmtsten Länder waren eigentlich Thailand, Singapur, Hongkong und Tokio. Mhm. Also und Japan. Ja? Das waren sozusagen da, wo wir die meisten Praktika gemacht haben. Sonst bereist haben wir in der Zeit Thailand, Laos, Vietnam, Kambodscha, Malaysia, China. Also sozusagen, also wir haben im Prinzip wir waren in Korea, wir waren in Taiwan, wir waren in Taiwan, wir waren in Indien. Ja. So, aber sozusagen die meisten Praktika haben wir eigentlich gemacht in Bangkok, Singapur, Hongkong. Okay. Bisschen Shanghai und Tokio. Was war deine most favorite experience? Was war auch dein Lieblingsland aus der ganzen Erfahrung jetzt raus? Kann man das so sagen? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, mein Lieblingsland, meine Lieblingsstadt war schon Bangkok. Mhm. Ja. Und
Wenn ich jetzt von meiner Most Favorite Experience erzähle, also ja. Das geilste Restaurant, in dem wir gekocht haben, war in Hongkong. Ja, ein Restaurant, das heißt Bow Innovation. Mhm. Und das ist ein Koch, ein Autodidakt, der macht Extreme Chinese Cuisine. Also der interpretiert traditionelle chinesische Küche neu. Wow. Und hat mittlerweile auch 3 Michelin-Sterne, also hatte zu dem Zeitpunkt dort auch schon 3 Michelin-Sterne. Und das Krasse bei dem, und das habe ich jetzt eigentlich erst so, also sozusagen das Menü, was wir damals gekocht haben, ist das Einzige, was ich sozusagen jetzt immer noch weiß. Also sozusagen, der hat Küche gemacht, die wirklich im Kopf bleibt. Ja. Also er hat sozusagen wirklich so dieses, wir waren bei so vielen krassen Köchen, die technisch geil gekocht haben und die Sache, also so die handwerklich perfekt waren, wo aber die Story gefehlt hat. Und deswegen ist es halt dann eben ein Gericht und dann das verbraucht sich dann. An dem Abend im Restaurant ist mega geil und dann so, ja. Mhm. Aber eben der, also dieses Menü, was der gekocht hat, kann ich immer noch aufzählen. Ja. Ja. Und was war das Menü? Also High-Level, muss ich nicht in Detail. Also der hat im Prinzip eine Reise, wenn man, du kommst als Besucher nach Hongkong und du kommst im Hongkonger Hafen an, ja, da gab es am Anfang gab's so eine Auster. Ja. Okay. Und welcher Hafen war das? Ich war 2014 in Hongkong. Welcher Hafen war das? Keine Ahnung. Okay. Keine Ahnung. Also das war die Story, ja, sozusagen, ja. Von ihm, dass du im Hafen ankommst. Ja. Ja, dann haben sie dir sozusagen so ein Austerngericht gemacht, ja, was sozusagen so nach... Geht zu sehr ins Detail. Und wenn du halt so eine Erfahrung mit einer Geschichte kombinierst, dann bleibt sie eben im Kopf. Ja, klar. Und wenn sozusagen sonst nur das Handwerk gut ist, dann geht es eben wieder raus. Das war eigentlich sozusagen, also der Typ war mein Highlight. Krass. Ja. Was war so die krasseste im negativen Aspekt, most challenging Erfahrung? Also wo wirklich was war, wo du gesagt hast, lass mal die Reise abbrechen, gib sie hin und wieder. Ich bin ja auch oft mal Backpacking gewesen auch. In Australien, Neuseeland zum Beispiel und auch viel Asien. Da gibt es immer so Momente, wo du denkst, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Gab es sowas auch? Ja, auf jeden Fall. Ja? Ja. Also wir sind, als wir das erste Mal nach Tokio sind, unvorbereitet, da war es wirklich so, das war eigentlich wieder wie beim Vertrieb, wenn jemand dein Produkt nicht haben will. Das war so... Das kennen wir gut. In Tokio ist ja die Stadt mit den meisten Sternrestaurants. Das heißt, die Auswahl an potenziellen Restaurants war riesig. Und dann haben wir uns die besten Restaurants rausgesucht und dann sind wir wirklich eine Woche lang einfach nur abgeblitzt. Wir sind jeden Tag, und es war so von der Jahreszeit, es war so mittelkalt, ja, hat geregnet und dann wir sind zum nächsten Restaurant und wieder abgeblitzt und zum nächsten Restaurant und wieder abgeblitzt. Und dann, bis wir dann irgendwann auch gesagt haben, wir brechen ab, wir fahren weg, wir organisieren es nochmal und kommen nochmal zurück. Okay. Also das war wirklich, das war einfach... Ja. Das war frustrierend, ja. Krass. Jetzt, gibt es Rezepte oder was sind so die Insights, die du heute noch benutzt in den Gerichten, die ihr anbietet? Habt ihr wahrscheinlich ein paar Insights, die ihr da mitgebracht habt auch, oder? Also wir haben wirklich ein paar Rezepte, die wir seit der Reise immer gleich kochen. Was sind die? Ja. Was werden die? Also zum Beispiel ist es so, wir haben also eins unserer Signature-Gerichte, wir nennen den Salat Rakete. Das ist ein Koriander-Mint-Salat mit so einer Kokos-Vinaigrette, ja. Und das ist sozusagen, also wir servieren den wirklich seit 2012 auf einem Großteil unserer Events. Nice. Ja? Und den haben wir zum Beispiel aus Bangkok, aus einem Restaurant Bolan heißt das. So, und also sozusagen, wir haben wirklich konkret Rezepte mitgebracht. Ja? Und sonst aber, glaube ich, sozusagen, was das Ding ist, was wir aus der Reise mitgebracht haben, ist einfach sozusagen unsere Art, Essen zu präsentieren und unsere Art, Essen abzuschmecken. Ja, ja. Super. Genau. Ihr seid dann zurückgekommen, also du hast es ja schon kurz erwähnt, ihr habt ja das Ziel, ja ein Luxusrestaurant zu öffnen, seid auf Berlin Cuisine, seid ihr dann gekommen. Wann war das? 2013 dann? Genau. Das sind ja aber 7 Jahre dann, also wann habt ihr die Reise ja gestartet? Das war? Also ich habe 2006 meine Ausbildung gemacht. Ja. Bis 2009. Ja. Dann bis 2010 noch in einem Restaurant gearbeitet. Ja. Dann den Plan gemacht, dann haben wir bis 2011 das Geld zusammen verdient. Ja, dann sind wir 11, 12 auf die Reise gegangen. Ja. Ja, dann haben wir einen Investor gesucht und dann haben wir 2013 Berlin Cuisine gegründet. Wie war der Start für euch? Was waren so die ersten Kunden auch? Wie seid ihr da an die gekommen? Also die ersten Kunden waren privat. Mhm. Ja, und also das erste richtige Catering, was wir gemacht haben, das war ein Weihnachtsmarkt bei Pick und Kloppenburg. Ja. Ja.
Da hat Pick und Kloppenburg irgendwie so einen internen Weihnachtsmarkt veranstaltet und dann haben wir da Stollen gebacken und Glühwein ausgeschenkt und solche Sachen gemacht. Ja. Nice. Genau. Das war hier in Berlin? Genau. Pick und Kloppenburg. Ja. Wie seid ihr an den gekommen? Ja, das war persönliches Netzwerk. Dadurch, dass ich als Koch bei Kolja Kleberg war damals so in so einer Vereinigung, ja. Berlin's Best, ja, das waren 5-Sterne-Köche, die vom Interconti Hotel so praktisch das Catering organisiert bekommen haben. Die wurden dann immer, wenn so Staatsempfänge waren, hat man Berlin's Best gebucht und dann haben die gefragt, wollt ihr 1, 2, 3, 4 oder 5 Sterneköche auf eurem Event stehen haben? Wir hatten wirklich manche Menüs, es waren 5-Gänge-Menüs und dann hat jeder Sternekoch einen Gang gekocht. So. Ja? Dadurch war ich sozusagen schon so ein bisschen vertraut, ja, mit der ganzen Sache. Und so. Und dann war es natürlich so, dass wir einfach übers persönliche Netzwerk gefragt haben, wer braucht das? Und ich meine, letztendlich ist es so, dann bist du vor Ort und machst du vor Ort einen guten Job. Dann, wenn du als Unternehmer vor Ort bist, dann ist ja eigentlich immer das Ziel mit dem, oder mein Ziel war das immer, dass ich gesagt habe, ich muss mit dem Folgeauftrag gehen. Was war so der Grund für die Folgeaufträge? Was hat deinen Kunden besonders gefallen? Hast du da Feedback bekommen auch? Also was wir immer, wir sind damals angetreten eigentlich, weil wir gesagt haben, wir wollen sozusagen eine Fine Dining Experience auch aufs Event bringen. Ja? Und wir wollen so ein bisschen dieses, ich sage jetzt mal, dieses Angespannte und Verkrampfte aus der Spitzengastronomie nehmen. Ja, also wir haben zum Beispiel gesagt, wir wollen total professionellen Service machen, aber wir wollen eben, dass unsere Leute Turnschuhe tragen. So, ja, also kann man schon sagen, mittlerweile ist das schon wirklich in vielen Restaurants, ja, und auch teilweise sozusagen schon bei den Events angekommen. Aber wo wir 2012 mit Events gestartet haben, da war das wirklich noch so, die haben alle Vorbinder gehabt, Schlips, weißes Hemd, also so, das war so richtig, war nicht mehr zeitgemäß. Ja? Aber das war dann auch, also Beacon Kloppenburg, ich hatte dann ja Corporate-Kunden, ja. Ausschließlich wahrscheinlich am Anfang, oder? Ich glaube, jeder Caterer fängt mal mit einer Hochzeit an. Genau. Ja, und auf der Hochzeit gibt es ja immer noch ein paar andere Paare, die auch vielleicht heiratswillig sind, ja, und wenn du dann da einen guten Job machst, dann geht das so, also am Anfang hat sich das eigentlich die Waage gehalten. Mhm. Ja. Ja. Wir sind dann aber über die Jahre wirklich sozusagen zu einem B2B-Catering-Service geworden. Wie war das möglich, dass ihr dann in dieses B2B-Segment reingekommen seid? Ja. Also der Einstieg konkret war eigentlich, ich hab dann 2014, als die Firma ein bisschen gewachsen ist, habe ich gemerkt, dass wir so ein bisschen Recurring Cash brauchen. Ja. Und dann haben wir angefangen sozusagen für ein paar Firmen mit so einem täglichen Office-Lunch. Ja? Und eigentlich sind wir über diesen Office-Lunch, ja, dann haben wir dort, sage ich, also gut performt oder vielleicht auch overperformed. Ja? Und ich weiß noch, das erste Angebot, was ich da geschrieben habe, das war 5,50 Euro pro Person inklusive allen Logistikkosten. Hat der Geld Hauptgang gemacht, 5,50 Euro? Nee, überhaupt nicht. Ja. Aber also wir hatten ja auch eine andere Kostenstruktur. Aber ja, das war sozusagen so der Einstieg. Und dann ist es natürlich so, dann bist du an der richtigen Firma dran, die richtige Firma wächst auch. Kannst du die Firma nennen? Was war das am Anfang? Also unser erster, ich weiß nicht, ob ich ihn nennen darf, aber ich nenne sie einfach. Also sozusagen unser erster Office-Lunch-Kunde war ResearchGate. Okay, ja. ResearchGate, ja, die kennt man. Genau. Das war hier in Berlin auch? Genau, es war hier in Berlin genau. Und wir hatten halt das totale Glück. Wir sind da eingestiegen, da waren es 50. Mhm. Und nach einem Jahr waren die schon, ich glaube, 150. Und nach 2 Jahren waren die schon 350. Und die haben ja dann immer mehr Bedarf gehabt. Ja, die haben Kundenevents gemacht, die haben dann Weihnachtsfeiern gemacht und dann ist natürlich auch mal ein Mitarbeiter, ein Office-Manager von dort in eine andere Firma gegangen, dann waren wir plötzlich auch noch bei Ableton und dann waren wir sozusagen da und da und da. Ja. Und so ging das dann und natürlich, wir haben auch natürlich kommuniziert, ja, wir haben auch Social Media gemacht, obwohl ich schon sagen, Word of Mouth war und ist sozusagen der Haupttreiber. Ja. Ja. Bis wir dann, ich weiß nicht, wann das war, es war wahrscheinlich so 2015 sozusagen, wirklich ein bisschen mehr noch über den, sozusagen, über das Geschäft an sich verstanden haben. Ja. Was waren das so die Learnings, die Key Insights, die du verstanden hast? Das Key Insight, was ich irgendwann akzeptieren musste, ist, der Kunde entscheidet immer zuerst, wo er feiert, bevor er entscheidet, was er isst und trinkt. Ja. Ja. Und das hat ja nochmal dieses, also sozusagen die Wichtigkeit der Event-Locations, ja, nochmal ganz anders sozusagen
herausgespielt. Mhm. Ja? Und das ist wiederum halt auch wieder eine neue Disziplin, weil die Event Location ja nicht unser Kunde ist, sondern sozusagen Partner, über die wir an den Kunden kommen. Ja. Und das ist eigentlich, also das war irgendwann so das Learning, dass ich gesehen habe, okay, also Kochen und Getränke in allen Ehren, ja, und super Service, also das ist das dann zum Schluss, womit wir den Folgeauftrag kriegen. Mhm. Aber sozusagen initial, ja, den Lead, ja, haben uns danach sozusagen eigentlich die Event-Locations gebracht. Ja? Ja. Wie bist du da drauf gekommen? Hast du mit den Event-Managern gesprochen oder dann mit den Auftraggebern? Haben die denen gesagt, das war richtig cool, so Event, Essen hat zum Event gepasst? Oder wie kannst du dich da noch erinnern, 2015, wie das so dann dein Learning war? War das so direkt Feedback von dem Event-Manager? Genau, also letztendlich ist es so, kriegen wir immer mehr Anfragen, die auch heißen, könnt ihr uns auch eine Location empfehlen? Okay. Und dann ist es so, und da hat man eben gemerkt, bevor sie darüber gesprochen haben, passt das Essen zu unserem Motto? Ja. Wie ist das Konzept? Ja. Also sozusagen, bevor man sozusagen eigentlich ins inhaltliche Arbeiten zur Veranstaltung kommt, ja, muss immer eine Frage geklärt sein, und zwar, wo findet sie statt? Ja. Ja, und so ist dann sozusagen, diese Wichtigkeit der Event-Location bei uns. Ja, ihr habt ihr gestartet von Beacon Kloppenburg, Weihnachtsmarkt war das, richtig? Genau. Dann Hochzeiten, Office Lunch und dann zu Events. Das war so ein bisschen die Journey, die ihr dann gemacht habt. Ja, könnte man so sagen. Ja. Genau. Obwohl der Beacon Kloppenburg Weihnachtsmarkt, der war eigentlich, also den könnte man jetzt auch schon wieder in Events reinnehmen. Also das war wie so ein... Das war so die Geburtsstunde von euch, so die DNA. Ja. Ja. Interessant. Also was sind so, jetzt springen wir ein bisschen vor, aber was sind denn so die geilsten Locations, die ihr so gemacht habt jetzt so mit Corporates? Das sind so, wo du sagst, das war wirklich so die Experience, das war speziell gut. Grundsätzlich trifft eine Firma am Anfang immer erst die Entscheidung, eigentlich gehen wir in ein Hotel oder gehen wir in eine Off-Location. Ja. Ja? Und eine Off-Location ist natürlich die, wo sie sozusagen viel individueller sozusagen sich auf ihre Bedürfnisse das anpassen können, ja? Wo auch die Mitarbeiter oder die Kunden mehr geflasht sind, wo sie einfach begeisterter sind. Ja. Und ein Hotel hat aber andere Vorzüge, wie alles ist im Haus, man muss nicht sozusagen von null alles aufbauen. Ja. Es ist vom Preis meistens besser. Ja. Ja. So, wenn sie sozusagen die Entscheidung getroffen haben, ja, also sozusagen wir setzen ja an den Off-Locations an, ja, weil die Hotels machen sozusagen ihr Essen ja selber. Ja, ja. Ja. Und sozusagen, wenn dann die Entscheidung auf eine Off-Location getroffen ist, ja, dann ist es so, dann sind die meisten sozusagen ja sehr wandelbar. Ja, obwohl man sagen muss, hier in Berlin ist schon bekannt sozusagen für diese Industrial Locations, ja, für die alten Bahnhöfe, für sozusagen die alten Bunker, ja, also sozusagen wirklich sozusagen für diese Industrial Locations. Das ist eigentlich sozusagen, dafür ist Berlin bekannt. Ja. Ja. Und ja. Ja. Wie macht ihr das denn während des Events? Weil man kennt das ja, man ist bei einer Hochzeit oder bei einem großen Event, da ist das Event mega lange, jeder ist irgendwann dann nach dem Main Course, nach dem Hauptgericht, irgendwann krass müde. Passt ihr das irgendwie auch an, so was passiert beim Event, ob da jetzt mal eine Band ist oder ob da noch irgendwas anderes passiert? Passt ihr so das Essen dann direkt an, was beim Event passiert? Also es ist so, wir verstehen uns sozusagen als Catering Service, ja. Ja, und sozusagen unsere Kompetenz sind Essen, Getränke, ja. Personal, ja. Ja, und die ganze Logistik drumherum. Ja. Ja. Und natürlich liefern wir auch sozusagen mal ein bisschen Konzept und auch sozusagen, also wir können auch einen Scheinwerfer mitbringen. Ja. Aber eigentlich ist es so, unsere Kunden sind Eventagenturen, ja. Ja, die sozusagen sich um das Rahmenprogramm kümmern. Ja. Was wir gucken ist sozusagen, wie passt Essen, Getränke, Outfit, Personal, ja, perfekt zum Kommunikationsziel der Veranstaltung. Ja. Ja. Was würdest du jedem Eventmanager oder Eventagentur empfehlen? Was sind so die Insights, die du jedem mitgeben würdest?
das Essen vermittelt meistens bei einer Veranstaltung, wo Inhalte vermittelt werden müssen, ja, sozusagen, können sozusagen die Inhalte nur unterstreichen. Ja. Aber es ist eben so, wenn das Essen oder die Getränke nicht stimmen, ja, das ist das, was wirklich sozusagen hängen bleibt. Ja. Ja. Das heißt, ich würde schon sozusagen jedem Eventmanager, jedem, der eine Party organisiert, sagen, sozusagen gibt dem Essen den Raum, ja, dass es sozusagen schon den Platz hat. Ja? Ja. Und dann sozusagen wählt ein Caterer aus, ja? Ja. Wählt einen Koch aus, ja? Der irgendwie schafft, ja, bisschen Botschaft, ja, bisschen Motto von dem Event mit ins Konzept reinzubringen, ja, weil das ist einfach das, worüber nach dem Event geredet wird. Ja, genau. Jetzt mal zur Logistik, weil das klingt ja nach einem mega Aufwand. Also ich wüsste gar nicht, wo anfangen, wenn wir jetzt sagen, wir haben im alten Bahnhof irgendwo im Treptow ein Event. Wie macht ihr denn das logistisch? Also gibt es so Prozesse, die du mal einfach so ein Framework, das ihr verfolgt, wenn es um die Logistik geht, wie ihr das Essen macht, wann es kommt? Absolut. Ja. Ja, also das ist sozusagen, das ist minutiös geplant sozusagen und fängt im Prinzip, also unsere Operations fängt beim Einkauf an, ja. Dann wird das Essen sozusagen bei uns vorgekocht, ja, sozusagen mit Cook and Chill, also sozusagen, und da gilt im Prinzip die Prämisse, wir kochen so viel wie möglich vor, ja, aber wir kochen sozusagen bestimmte Sachen immer nur vor Ort, ja, also sozusagen das, was man vorkochen kann, kochen wir auch vor, ja, aber das, letztendlich ist es so, Kochen ist, also und Food, ja, die Food Experience ist ja immer mehr Show geworden. Das sieht man an den offenen Küchen, das sieht man an den, das, und das ist auch das, was wir sozusagen bei unseren Food-Konzepten verfolgen, ja, ist sozusagen, wir wollen auch Show machen, ja, und deswegen sozusagen ist uns der Live-Anteil, der vor Ort passiert, sozusagen extrem wichtig. Ja, ja, super. Jetzt kurz zum nächsten Teil. Es ist ja 2019 oder 2020 ist ja so ein bisschen, da hat sich ja mal die ganze Industrie, ja mal das ganze Event-Business komplett verändert. Ja. Durch Corona. Wie waren da eure Erfahrungen? Also ich sage ja, ihr habt das ja wahrscheinlich über dann, 2015 hattet ihr das Event-Konzept, hattet ihr ja ziemlich ausgearbeitet, habe ich jetzt verstanden. Und dann habt ihr das ja fünf Jahre fast durchgezogen, oder? Absolut. Was war dann so die Erfahrung, plötzlich Corona, Lockdown, keine kommt mehr ins Office, keine Events mehr. Wie war das für euch so auch emotional? Also, ich kann mich da noch gut dran erinnern, dass es gab so einen Schlüsselmoment hier, da war sozusagen die internationale Tourismusbörse, die ITB, ja, die wurde Ende Februar abgesagt. Und mit der Absage von der ITB sind damals sozusagen alle Veranstaltungen dann gefallen. Das war im Februar 2020 und dann war ja so ab Mitte März war dann Lockdown. Ja. Und wir hatten echt, also wir hatten richtig volle Auftragsbücher, ja, und wie viele Kunden hattet ihr damals und wie viele Aufträge, weißt du das? Also wir haben in 2019 haben wir so circa 1200 Veranstaltungen durchgeführt. Krass. Ja. Also das heißt, du hattet jeden Tag drei Veranstaltungen. Genau, aber man hat eher mal einen Tag gar keine und dann einen anderen Tag 15. Ja, also sozusagen dieses, man hat halt Montag weniger Veranstaltungen als Freitag. Wie groß war das Team dafür mit 1200 Veranstaltungen? Ja, wir hatten circa 100 feste Mitarbeiter. Ja, ja. Und dann leben wir natürlich sozusagen von der guten Beziehung sozusagen zu unseren Aushilfen, zu unseren Personaldienstleistern, zu denen sozusagen, die dann zum Schluss auf dem Event, also wir versuchen immer eine Kernmannschaft von uns auf dem Event zu haben. Ja, das heißt Küchenchef, Logistikleiter, Veranstaltungsleiter, Serviceleiter, die besetzen wir mit internen. Ja? Und dann ist natürlich sozusagen so über unseren sozusagen Aushilfenpool. Ja. Ja. Krass. Genau. Ja, und dann sind wir gebremst auf null. Ja? Also ich glaube, wir hatten, am 16., also am 12.3. hatten wir das letzte richtige Event. Also am Anfang war so Krise managen. Das war eigentlich so irgendwie Autopilot. Und dann als so 14 Tage, dann so irgendwie sozusagen das erste Mal Kurzarbeit gelernt. Und diese Sachen, also so, da habe ich dann eigentlich realisiert, okay, fuck, unser Kunde sitzt jetzt im Homeoffice. Ja, ja? Also weil das war ja davor, ja, sozusagen unsere Kunden sozusagen machen ja Events und die finden entweder in deren Büros oder in Off-Locations statt. Das eine ist verboten und beim anderen sind sie nicht mehr. Ja? Und dann haben wir uns im Prinzip mit dieser Situation auseinandergesetzt. Ja?
Und da war, hat uns total geholfen. Da haben wir eben dann im Prinzip unseren Kunden wieder zugehört. Mhm. Ja, und ich meine, für einen Außendienst, für eine Firma, also die einen großen Außendienst betreibt, sozusagen, die haben dann ja auch, also nicht nur wir haben Herausforderungen, sondern die ja auch. Ja. Und dann haben wir eigentlich sozusagen, ich sage jetzt mal, so Corona-Maßnahmen gemacht, mit denen wir sozusagen über diese Zeit uns jetzt sozusagen ein neues Produkt entwickelt haben. Ja. Ja. Also sozusagen, wir haben im Prinzip ein Event-Catering-Konzept fürs Homeoffice ja. entwickelt, mhm. ja, was dann vor allen Dingen im zweiten Lockdown in Weihnachten zu tragen kam. Ja. Weil letztes Jahr, das Verrückte war ja, es haben ja eigentlich alle Weihnachtsfeiern digital stattgefunden. Ja, genau. Ich weiß nicht, was habt ihr gemacht? Wir haben das auch digital gemacht. Also wir hatten ein digitales Event, haben jetzt nichts so Großes gemacht, aber wir haben dann jeden halt ein Präsent nach Hause gebracht. Wir haben aber auch monatliche Events gemacht, wo wir monatlich, oder das war quartalsmäßig, haben wir Online-Spiele gespielt. So, also unser Team ist ja über Corona ja gewachsen. Wir sind dann von 6, 10, 12 Leuten, haben wir dann online Riddles gemacht, Online-Spiele, haben dann jedem ein Budget gegeben, die haben sich da selber was besorgt. Also wir waren da sehr unkreativ somit, dass wir jetzt den Essen nach Hause liefern. Die sind auch in ganz Europa verteilt, unsere Mitarbeiter. Ach cool. Genau. Ja. Und die nächste Weihnachtsfeier, macht ihr digital oder nicht live? Also wir haben heute unser erstes Summer-Live-Event. Ich sehe teilweise heute zum ersten Mal meine Mitarbeiter. Richtig in Person. Geil. Ja, genau. Ja, das ist ja. cool. Ja. Ja, und es ist eben so, also ich glaube, also sozusagen diese ganze digitale Eventindustrie wird weiter ihren Platz haben ja. und trotzdem wird so die Begegnungen, die vor Ort stattfinden, ja. Ja, nicht ersetzen können. Mhm. Also sozusagen diese Stickiness, dieser, mhm. sozusagen dieser Kleber, der halt an der Bar entsteht, der ist eben schwierig sozusagen. Ja. So. Aber es ist schon mega impressive, dass ihr komplett euer Business Model so wieder erfunden habt, so quasi im Prinzip so wie Homeoffice Catering. Wie seid ihr da über die Runden gekommen? Weil ihr wart ja 2019 100, über 100 Leute. Ja. Wie seid ihr denn da über die Runden gekommen? War das so in Ordnung für euch dann? Oder weil es ist schon eine krasse Journey? Also die Reise ging im Prinzip so. Hm? Wir haben Anfang Corona, ja, mussten wir uns von sozusagen einem Teil Mitarbeiter trennen. Ja. Ja? Und dann ist es sozusagen so, dann kam ja hier, also dann kam dieses Tool Kurzarbeit mit dazu und dann haben wir im Sommer ja, 2020 ein Restaurant eröffnet ja. und das Restaurant haben wir sozusagen wirklich mit unserer Stammmannschaft aufgemacht. Wie heißt ja. das Restaurant? Klechitz Ballhaus. Ja. Ja, das Klechitz Ballhaus in Berlin-Mitte in der Auguststraße ja. und da haben wir sozusagen dann auch nochmal ein großes, also es ist ein Restaurant, wo wir sozusagen zwischen 20 und 25 Vollzeitleute haben ja. Ja. und sozusagen, also da haben wir schon mal sozusagen einen guten Teil dann sozusagen sofort wieder in Lohn und Brot gebracht. Super. Ja, das hat uns geholfen. Mhm. Und dann haben wir im Prinzip ein Format entwickelt. Also wir haben ja. sozusagen, ich sage da dazu, die erste Kochshow mit Geschmack. Ja. Ja, die haben wir gebaut, da haben wir dann unsere Leute sozusagen drauf geschult. Ja, und das haben wir dann sozusagen eigentlich im zweiten Lockdown, der dann ja 6 Monate lang ging, ja, mhm. in Serie gebracht. Ja. Ja. Und trotzdem ist es sozusagen so der erste Monat, wo man sagt, dass wir wirklich wieder raus sind, ja, war jetzt der August 2021. Ja, ja, ja. 1,5 Jahre. Ja. Wie war das Online-Konzept? Wie kann man sich das vorstellen? Es ist wie eine Kochshow, mhm. ja, mit dem Ziel sozusagen, dass das Getränk, also es gibt einen Drink und es gibt einen Signature-Dish mhm. und das kochen unsere Leute bei uns auf dem Studio, mhm. ja, mit allen Teilnehmern überall auf der Welt, ja, zusammen. Mit dem Ziel, dass es überall gleich gut klappt. Ja. Ja. Und wahlweise bei Berliner Firmen, die haben dann oft sozusagen uns noch den CEO mit zu uns ins Studio gebracht. Mhm. Ja. Das heißt sozusagen, wir haben dann zusammen mit dem CEO und seinen Mitarbeitern gekocht oder Kunden. Ja. Mhm. Die meisten Events aber sozusagen komplett dezentral. Ja. Genau. Das heißt, Leute wählen sich über Zoom ein. Das ist, hat aber jetzt nichts. Habt ihr das mit Corporates auch gemacht? Oder das haben wir nur mit Corporates gemacht. Nur mit Corporates gemacht. Ja. Ja. Also, ich sage jetzt mal: Autohersteller hat eine ja. Vertriebsveranstaltung ja. Ja, und lädt sozusagen seine ganzen Kunden ein. Mhm. Ja, und die haben ja auch immer nach anderen Kanälen gesucht, ja, sozusagen genau. mit ihren Kunden im Lockdown was zu machen. Ja. Das könnte, also,
wir hatten so verschiedene Anfragen. Also mhm. an Weihnachten war es noch so, Plätzchen backen. Können wir nicht Plätzchen backen ja. mit unseren 500 Mitarbeitern? Können wir nicht das, können wir nicht das? Kamen die Anfragen von bestehenden Kunden? Ja. Genau. Da hast du mit denen was durchgekommen? Genau. Verbindung, ja. ja. So. Mega. Ja. Ja. Also das erste virtuelle Event mhm. war ein Oster-Event. Ja. 2020, ja. Das war einfach, da haben wir eine Box genommen, da haben wir goldenen Lindhasen reingemacht, ja, und dann Videobotschaft vom CEO und an die Mitarbeiter. Ja. So, ja. Und daraus ist dann aber eigentlich geworden, dass wir gemerkt haben, okay, wie verhält sich die Aufmerksamkeitsspanne sozusagen online, ja, und haben wir gemerkt, darf nicht zu lang sein. Und so haben wir eigentlich so ein 50-Minuten-Format, ja, was wirklich immer dem genau gleichen Ablauf folgt. Mhm. Ja. Also es ist so, wir mixen zusammen ein Getränk, ja. dann trinken alle sozusagen einen starken Drink. Ja. Das ist sozusagen dann schon mal gut für die weiteren 40 Minuten. Dann wird ein Gericht zusammen gekocht. Ja. Ja. Und das Gericht hat aber den Anspruch, dass es in der Kategorie unter den Top 10 Dishes ist, was der Teilnehmer zu Hause überhaupt gekocht hat. Ja. Ja, das ist so. Und danach war es oft so, dass entweder davor oder danach dann noch der CEO, der Geschäftsführer, die HR-Abteilung, wer auch immer, der Teamlead sozusagen noch die Zeit genutzt hat und dann noch zu seinem Team gesprochen hat. Ja. Da waren wir dann aber sozusagen außen vor. Ja. Ja. Aber wir haben halt das von Küchenstudio über sozusagen die Plattform, auf der das lief, ja. Die ganze Regie sozusagen, das haben wir uns alles in der Zeit angeeignet. Ja. Ja. Und also es ist so, wir haben jetzt dieses Jahr, ja, haben wir 50% unserer Umsätze sozusagen rein virtuell gemacht. Krass. Ja. Wow. Und jetzt gerade seit Juli ist aber sozusagen, alle wollen raus, ja, genau. alle wollen live. Genau. Ja. Ja. Was waren die meisten Teilnehmer, die ihr bei sowas hattet? Also bei einem Online-Event, ja, Online-Event jetzt. Waren 700. Genau. 700? 700 Leute gleichzeitig. Und die wählen sich alle über Zoom rein? Und dann ja, 700 geht da nicht mehr mit Zoom. Ja, genau. Ich glaube, es gibt auch so ein Zoom Pro. Ja, mhm. Aber sozusagen das, wenn die Teilnehmer zu groß waren, ja, dann, also wenn die Teilnehmerzahlen eigentlich über 100 gehen, ja, dann funktioniert das mit der Interaktion nicht mehr und dann ist es im Prinzip so, gehen wir dann über eine Streaming-Plattform, wo wir dann sozusagen im Prinzip das Signal One-to-Many genau. und nicht mehr mit Interaktion. Ja, ja. Ja. Also so ein Webinar-Style. So. Genau. So, okay. Ja. Genau. Ja, super. Perfekt. Ja. Was ist jetzt was habt ihr für Hoffnungen, Erwartungen jetzt auch? Jetzt August 2021, jetzt Türen gehen wieder auf. Naja, Hoffnung. Hoffentlich bleiben sie offen. Naja, Hoffnung ist ja irgendwie keine gute Strategie. Aber, ja, aber es ist trotzdem Hoffnung da. Ja. Mhm. Eigentlich ist die Hoffnung jetzt schon da, dass das Live-Geschäft jetzt auch über den Winter stark bleibt. Ja. Also wir haben wahnsinnige Nachfrage jetzt seit August. Mhm. Ja. Also so viel Nachfrage, dass wir uns schwer tun, sie zu bedienen. Mhm. Ja. Und ich hoffe sozusagen, dass die Voraussetzung, dass die Gegebenheiten so sind, dass Live-Event sozusagen dass sie weiter stattfinden. Ja. Ja. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass ich sozusagen mich auch schon darauf freue, im Prinzip, wie dieser virtuelle Part, ja, wo das eigentlich damit hingeht. Also weil ich antizipiere da schon, ja, dass es, ich weiß nicht, so ein 25%-Anteil, glaube ich, an virtuellen Events sozusagen immer weitergeben wird. Ja. Ja. Ja, das ist so ein Trend, das sieht man auch. Also teilweise geben ja die großen Corporates, Philipps Freundin arbeitet oder Verlobte arbeitet bei Audible, die geben ja schon Homeoffice-Optionen ja auch schon. Also genau so ist es. Das wird sich wahrscheinlich nie mehr wieder ändern, diese Einstellung, ich kann ja von zu Hause auch arbeiten. Das ist ja auch möglich. Ja. Ich meine das auch von vielen Kunden. Ja. Jetzt noch mal ein bisschen zurückgespult. Wie habt ihr denn damals so Sales und Marketing, was hat sich da während Corona ja bei euch verändert? Weil ihr habt ja auch aktiv, ja, welche Kanäle habt ihr denn betrieben am erfolgreichsten? Ihr seid ja schon Marketing und Sales ja ziemlich präsent auch gewesen vor Corona dann auch, oder? Was sich während Corona ja schlagartig verändert hat, ist, dass wir live nicht mehr stattgefunden haben. Ja, ja. Keine Autos mehr, die durch die Stadt fahren, keine Mitarbeiter mehr, die mit Branding auf Events stehen. Ja? Also sozusagen eigentlich das, was uns vor Corona so getragen hat, ja, dieses Word of Mouth, ja, war natürlich sozusagen gestoppt, weil die Leute nicht mehr gesprochen haben miteinander. Ja. Und für uns
der wichtigste Kanal ist die Event-Location, ist die gute Zusammenarbeit mit einer Event-Location, ja, weil es einfach so ist, sozusagen, ich beschreibe es immer ungefähr so, es gibt 10.000 Unternehmen, also Beispiel, 10.000 Unternehmen, die lassen sich von 1.000 Agenturen die Events planen und das findet dann in 100 Event-Locations statt. Ja. Ja. Und genau, und unsere Herausforderung ist eigentlich, dass man schon sagt, dass wir deutschlandweit, ja, also weil Berlin ist the hero, also, ja, also unser Target sind ja sind nicht Veranstaltungen, also nicht Berliner Firmen, die Events machen, sondern sind Veranstaltungen, die in Berlin stattfinden. Aber es kommt ja auch Microsoft und sozusagen macht eine Veranstaltung in Berlin. Ja, ja, also so. Ja. Und da ist im Prinzip schon sozusagen, also unsere Herausforderung ist, wie erreichen wir denn eigentlich eine Firma in Stuttgart? Ja. Ja? Dass die Firma in Stuttgart sagt, na, wenn ich nach Berlin komme, dann muss ich mit Berlin-Cuisine gehen. Ja. Genau. Was sind das so die erfolgreichsten Channels, die ihr generell habt? Also ich würde nach wie vor sagen, sozusagen unser Key-Account-Management sozusagen, also das ist eigentlich sozusagen unser erfolgreichster. Ja? Und dann haben wir mit euch, ja, ja, im Prinzip sozusagen eigentlich das erste Mal geschafft, wirklich sozusagen diese zielgerichtete Kundenansprache, ja, von wirklich den Firmen sozusagen, die auch solche Veranstaltungen machen. Ja. Ja. Was waren so die Message? Weil das ist ja, wir hören es ja immer wieder, ist ja unser täglich Brot und Butter, dass diese Erstansprache ja, ist ja schwierig. Also dass du jetzt halt vor allem im Bereich zum Beispiel jetzt Catering jemanden ansprichst, wieso sollte der jetzt ein Gespräch mit dir buchen? Es hatte bei euch ja super funktioniert ja auch. Also wir hatten ja auch over the average Antwortraten. Was waren denn so die Keywörter, so, wir sagen ja auch diese Message Market Fit, was waren so die Keywörter, wo du sagst, das hat so die Corporate-Leute so wirklich ein bisschen wachgerüttelt, da haben sie sich mal eine halbe Stunde Zeit genommen. Was waren das bei euch? Ja, das ist eine gute Frage. Also die Keywörter waren sicher Sustainability, nachhaltiges Catering, innovative Food-Konzepte, also Food-Konzepte, die zum Kommunikationsziel passen. Aber ich weiß gar nicht, ob da, also ich glaube, da müsstest du verraten, was da sozusagen die Feinheit ausmacht, dass sozusagen dann auch die Antwortraten so hoch sind. Ja, genau. Ja? Sieht halt so aus, also wenn wir sowas sehen, dann gibt es halt so wenig Competition, die, also bedient halt eine Nische, das sehen wir halt meistens auch. Und das weißt du ja sicher auch, das sehen wir halt, okay, die Message selbst, die ist unique. Aber es gibt auch nicht so viele Competition, also nicht viele Wettbewerber und auch nicht viele Alternativen, die sowas anbieten. Alternative kann es sein, meine Kantine macht mir eine Currywurst dann für das Event dann halt zum Beispiel. Oder, oder es gibt dann noch Agenturen, die so richtig krasse Food-Konzepte bieten, die dann halt so den ganzen Markt dann für Events dann bedienen halt so. Das ist halt die Erfahrung, die wir machen. Habt ihr Competition in Deutschland, seht ihr sowas, die sowas ähnliches wie ihr machen, auch mit dem Branding? Also wir sehen schon viel Competition. Ich glaube, dass wir mittlerweile sozusagen uns auch mit einem Level bewegen, also sozusagen Level an Professionalität, ja, sozusagen den gerade die Corporate-Kunden auch brauchen, ja, wo dann glücklicherweise die Competition ein bisschen weniger wird, aber also ich sehe uns schon in einem Markt, wo wir schon ein bisschen Ellbogen ausfahren müssen. Ja, genau. Ja. Das ist bei euch halt richtig interessant, wie so ein Sales-Prozess abläuft, weil man muss ja das auch mal sehen und auch mal wahrscheinlich mal probieren ja auch, dass ihr kocht. Wie läuft das normalerweise ab? Jetzt online, das ist ja ganz interessant, ja auch online hast du vielleicht den ersten Zoom-Call mit dem Kunden. Was sprecht ihr da? Also du qualifizierst die ja wahrscheinlich auch. Kannst du mich da einmal durchleiten, wie das abläuft? Ja, das ist eigentlich ganz interessant, also weil man könnte meinen, dass man eigentlich das Essen ja auch vorher probieren will und deswegen, deswegen ist es eben so, im Idealfall ist der Kunde schon mal irgendwo bei uns live mit uns in Aktion, also sozusagen in Berührung gekommen. Mhm. Wir haben am Anfang, also es ist so, nur 5% unserer Kunden macht wirklich ein Probeessen für die Veranstaltung. Das heißt also, es ist sozusagen so, the design drives the decision. Also es ist sozusagen so, es ist unsere Präsentation, es ist unsere... Wie macht ihr die Präsentation? Also sozusagen, Lead kommt, dann vereinbaren wir ein Erstgespräch. Ja. Ja, im Idealfall vereinbaren wir das Erstgespräch schon über Zoom. Ja, ja. Oder also sozusagen so, dass man sich auch sieht. Ja. Und dann letztendlich sozusagen, dann werden im Prinzip einmal die Bedürfnisse abgetankt. Ja, also... ist immer noch die Frage, was ist es für ein Lied? Hat er, also wir gehen jetzt mal davon aus, Kunde hat schon eine konkrete
Weihnachtsveranstaltung im Sinn, also plant eine Weihnachtsfeier. Mhm. Dann fragen wir den Kunden, was habt ihr letztes Jahr für eine Weihnachtsfeier gemacht? Was war letztes Jahr gut, was war schlecht, was ist dieses Jahr das Motto und so. Und dann kommt dabei was raus. Ja? Und dann erstellen wir darauf basierend ein Food-Konzept und eine Präsentation. Mhm. Ja? Suchen ihm gegebenenfalls die Location. Ja? Dann wird der Preis ausgelotet und dann kommt es schnell oder langsam. Also ich suche teilweise auch die Locations für die und dann kommt eine Eventagentur, die macht halt das Ganze drumherum, Organisation und ihr dann halt das Konzept des Food Caterings. Also wenn eine Eventagentur mit eingeschaltet ist, dann ist meistens, dass die Eventagentur uns aussucht. Also dann findet das Erstgespräch mit der Eventagentur statt. Ja, genau. Und ansonsten macht halt das der Eventmanager bei Continental zum Beispiel oder bei... Ja, also sozusagen entweder die Firma hat eine eigene Eventabteilung oder einen eigenen Eventmanager oder eben die Eventagentur kommt dann zu uns. Okay. Spannend. Also wollt ihr jetzt wieder Sales hochfahren? Ich meine, es geht jetzt ja gerade wieder los, jetzt August 2021. Habt ihr schon Pläne, jetzt auch Sales wieder hochzufahren? Oder? Absolut. Ja, absolut. Also ich glaube, dass jetzt, also diese Post-Corona-Zeit jetzt für uns unglaublich, also sozusagen ganz tolles Wachstumspotenzial bietet. Ja? Ja. Nicht zuletzt, weil es einfach so ist, die Ressourcen am Markt sind sozusagen sind knapper geworden. Das heißt, glaube ich, die sich jetzt sozusagen gut bewegen, haben sozusagen schon mal einen Vorteil. Es gibt jetzt auf jeden Fall Nachholbedarf. Ja? Mhm. Und, sage ich mal, die Themen, die wir vor Corona schon bespielt haben. Ja? Also sozusagen, wir haben mit dem ganzen Sustainability-Thema zum Beispiel ja schon weit vor Corona angefangen. Mhm. Die haben jetzt nochmal so einen Push gekriegt. Ja. Ja? Und man wird das sehen, aber ich meine sozusagen jetzt vielleicht auch hinsichtlich sozusagen jetzt unserer neuen Bundesregierung und so. Ja. Also ich glaube, diese ganzen Themen werden einfach, wenn man guckt, wie viel, also die Automotive-Industrie ist wahnsinnig wichtig für die Veranstaltungsbranche. Mhm. Ja, und wenn man da alleine guckt, sozusagen, wie hat sich dieses Jahr die IAA total verändert? Ganz neues Konzept. Ja. Es stehen Fahrräder auf der IAA. Wenn man dann sieht, wie viele Verbrenner werden noch neu zugelassen, wie viele Elektroautos. Also ich glaube sozusagen, da ist ganz große Nachfrage sozusagen an innovativen, nachhaltigen Eventkonzepten da, sodass wir auf jeden Fall Sales jetzt wieder hochfahren. Ja. Ja. Was würdest du sagen, was ist das Nachhaltige? Weil du hast jetzt mehrmals erwähnt, Sustainability und nachhaltig, auch bei euren Eventkonzepten und natürlich beim Catering. Was sind denn so die nachhaltigen Aspekte, die ihr anbringt? Also bei den nachhaltigen Aspekten ist es so, es gibt eigentlich zwei Dimensionen von Nachhaltigkeit. Mhm. Das eine ist, sage ich jetzt mal, das ist so Zahlen, Daten, Fakten. Ja? Also wie reduzieren wir unseren Carbon Footprint? Mhm. Ja? Das ist das eine. Das ist einem Konzern zwar wichtig, hat aber überhaupt keinen Einfluss aufs Event. Ja. Also weil der Eventgast, der Eventteilnehmer, der eingeladen ist, dem ist es Boogie. Ja? Mhm. Der kriegt nicht mit, ob wir draußen viel Plastikfolie oder wenig verwenden. Ja. Und deswegen sozusagen, das ist sozusagen die für mich, ja, also sozusagen da, wo wir wirklich unseren Fokus, also das eine ist, sage ich mal, das ist ein Muss, das ist irgendwie sozusagen so Checkbox brauchen wir auch, das sind ISO-Zertifizierung und solche Sachen. Und das andere ist eigentlich sozusagen, wie kommunizieren wir nachhaltige Themen so, ja, dass unser Kunde, also es geht ja da nicht um uns, also unser Kunde möchte dann auf seiner Veranstaltung, wir nehmen jetzt mal einen Automobilhersteller, ja, der ein Elektroauto vorstellt, ja, der möchte ja auf seiner Veranstaltung nicht sagen, wow, wir haben einen tollen nachhaltigen Caterer gefunden, sondern die wollen ja sagen, wir uns, ja, ist Nachhaltigkeit wichtig und wir gehen mit dem Thema verantwortungsvoll um. Ja. Das heißt, unser Konzept, ja, muss ja sozusagen seine Message unterstreichen. Ja. Und das ist eigentlich das, wo wir unsere ganze Kreativität und die Innovation reinlegen, dass wir eben sagen, wie bringen wir Konzepte auf die Straße, die das kommunizieren. Das heißt, nachhaltig heißt dann auch, dass das ganze Essen und die Zutaten und so weiter, wie das macht, das ist dann auf nachhaltige Weise auch gemacht. Genau, aber da ist es auch schon wieder so, merkt man es oder nicht? Also was mein Lieblingskonzept ist, ist zum Beispiel, wir haben ein Catering-Konzept entwickelt, wo wir komplett auf den Teller verzichten, ja? Und wir servieren alles in der natürlichen Schale. Wow. Also du hast einen Kohlrabi zum Beispiel und der Kohlrabi ist ausgehöhlt und in dem Kohlrabi wird serviert und auf dem Event stehen so Kompost, Haufen, also so und der Eventgast schmeißt dann selber seinen Kohlrabi
da drauf. Ja. Und so ist es so, dass jedem wird automatisch bewusst, wow, heute ist was anders, ohne dass wir mit dem Zeigefinger sagen müssen, ja. Und jetzt haben wir unseren CO2-Fußabdruck bei der Veranstaltung um ein Drittel reduziert, weil zum Schluss ist es so, das Essen muss schmecken. Ja, genau. Essen muss gut schmecken, ja? Muss ansprechend aussehen und muss irgendwie im Kopf bleiben. Ja. Ja? Ja. Zukunft, wie siehst du in den nächsten 5 bis 10 Jahren, Thema Nachhaltigkeit, Thema Events, wie siehst du die Trends entwickeln? Also ich glaube, einer der größten Trends, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, ist dieser Megatrend New Work. Ja? Weil wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen, es ist eben so, flexible Arbeitszeit, aber vor allem auch Arbeitsortmodelle finden einfach überall Einzug. Ja? Und ich glaube, das ist ein Trend, der wird von Arbeitgeber- und von Arbeitnehmerseite gleichermaßen gepusht. Ja? Und deswegen glaube ich, wird dieses Thema, wie sieht eigentlich das Event in 5 Jahren? Ja? Also ich glaube, dass Live-Events ja, nochmal eine neue Rolle, also sozusagen auch nochmal einen neuen Stellenwert kriegen. Mhm. Ja? Weil ich glaube einfach, dass man sich sonst übers Jahr seltener sieht. Also wird sozusagen das Event, wo man sich dann sieht, wichtiger. Ja? Also ich glaube, meine persönliche Meinung ist, dass dass Live-Events, ja, dass es da immer mehr um die sozialen Interaktionen und weniger um dieses Wissensvermittlung geht, weil ich glaube zum Beispiel, also sozusagen Informationsvermittlung, das funktioniert ja im digitalen Raum super. Ja? Das funktioniert ja teilweise sogar noch besser, wenn jeder bei sich im Homeoffice ist. Ja, und wirklich sozusagen sich darauf konzentrieren kann und nicht rechts, links abgelenkt wird. Ja. So, also ich glaube, diese Waage aus sozusagen digital, hybrid, Live-Events, ja, das ist eigentlich sozusagen, also dieses, das ist das, wo es in den nächsten 5 Jahren hingeht. Ja. Und das Thema Sustainability, Nachhaltigkeit, ja, das ist etwas, was jetzt ja schon überall Einzug hat, ja, und ich glaube, da müssen wir alle sozusagen noch wirklich mehr Fortschritte machen, ja, ja? Und das hat natürlich auch wieder was damit zu tun, wie viele Events macht man, von wo lädt man die Leute ein, ja, sozusagen, wie ist das Event organisiert, ja, und so, also ich glaube, diese zwei Themen, ich glaube, New Work und Sustainability, das ist das, was uns am meisten beschäftigen wird. Vor allem Thema Sustainability und natürlich, natürlich Essen und natürlich vegetarisch, vegan, sind ja Riesenthemen. Ja. Also diese Box, die werden wahrscheinlich heute gar nicht mehr schließen können, wenn wir die jetzt öffnen, aber wie ist denn dein Intake, weil es ist ja Fleisch oder die Rindfleischproduktion, und Massentierhaltungen, die sind ja eine der größten auch Methanproduzenten oder größten Treibhausproduzenten ja auch. Wie siehst du denn so Essenstrends? Weil Berlin ist ja auch so, die vegane Szene ist ja ganz vorne dabei, ja fast in Europa auch. Habt ihr auch vegane Trends, die ihr seht? Habt ihr auch so Essenskonzepte, die sowas auch supporten? Also absolut. Also der Anteil an vegetarischem und also vegetarisch-veganem Essen ist in den letzten Jahren total gestiegen, ja. Wir haben, also als ich angefangen habe mit Catering 2012, da hatten wir so eine Kalkulation 80-20. Ja? Und mittlerweile sind wir da schon bei 50-50. Ja? Also Optionen vegan und genau, Fleischgerichte. Ja. Wow. Ja. Ja. Was mir halt auffällt und was ich so, wir haben einige komplett vegetarische und auch einige komplett vegane Foodkonzepte, ist, dass wir bei einem veganen, vegetarischen Foodkonzept eigentlich die Chance haben, den Event-Gast noch mehr zu überraschen. Mhm. Ja? Weil wenn man das richtig gut macht, ja, ja, aber also es ist eben so, wenn man so ganz plakativ gesprochen, wenn ich dir ein Kobe-Steak serviere, dann sind deine Erwartungen schon so high, dass ich eigentlich nur noch erfüllen kann. Ja. Aber sozusagen overdelivern ist eigentlich fast nicht möglich. Ja? Während sozusagen bei veganen, vegetarischen Gerichten es immer noch so ist, ja, dass die Erwartungshaltung sozusagen oft jetzt noch nicht so weit oben ist. Und das ist eigentlich eine große Chance für
für uns, ja, sozusagen, den, also diese Aha-Momente sozusagen beim Essen zu kreieren. Ja. Aber das seid ja ganz klar ja auch ein Teilhaber von so einer Sustainability-Bewegung ja auch mit solchen Trends. Also wenn man halt Leute so educaten kann, ist ja schon eine riesen Mission oder ein riesen Achievement, das man auch machen kann. Ja. So, bist du selber vegan auch? Nein. Okay. Ich bin Flexitarier. Ja? Ja, genau, ich bin Flexitarier. Es ist so, ich esse unter der Woche wenig Fleisch. Das hat was damit zu tun. Wir haben eigentlich, also wir haben bei uns schon vor 4 Jahren gesagt, dass sozusagen im Betrieb, die Mitarbeiterverpflegung ist komplett vegetarisch. Ja. Weil wir einfach gesagt haben, wenn wir da jeden Tag für zwischen 60 und 100 Leuten kochen, da haben wir einfach wirklich Impact. Ja? Mhm. So. Das heißt sozusagen, meine Grundernährung ist vegetarisch, aber wenn ich essen gehe, dann und es mir gefällt ein Fleischgericht, dann bestelle ich das auch. Ja, aber es ist ja mega auch fortschrittlich auch, dass ihr 60 Leute dann auch vegetarisches Essen gibt. Das, also in Deutschland, glaube ich, kann man sich das jetzt so fast gar nicht vorstellen, dass man sagt im Betrieb, okay, man nimmt jetzt mal... Also der Unterschied ist auch, also Berlin ist, ich will jetzt nicht sagen eine Bubble, aber es ist schon so, dass wir hier in Berlin echt ein anderes Klientel haben als sozusagen in Deutschland in der Fläche. Ja? Also es ist so, wenn wir zum Beispiel einen Kunden aus Baden-Württemberg haben, da müssen wir schon noch anders ranführen. Ja? Allerdings versuchen wir das natürlich aus den wir versuchen das, wenn die Leute nach Berlin kommen, dann ist ja auch, also sie kommen ja nach Berlin nicht nur, weil es nur hier einen abgerissenen Bahnhof gibt, in dem man ein Event machen kann, sondern weil Berlin is the hero. Also sozusagen, sie kommen ja auch nach Berlin und sozusagen lassen sich deswegen ja dann auch darauf ein, wollen ja hier ein Stück Berlin mit und also zweifelsfrei, vegan, vegetarisch sozusagen, das gehört zu Berlin. So wie Döner. Ja, total. Es gibt ja in Berlin, hat ja auch die größte hat die meisten Veganer, so sagt man ja auch. Ja. Ja, in ganz Deutschland, ja. Was ist denn so dein persönliches, wenn du dir selber jetzt ein Catering machen würdest, was wären so auf der Menükarte für dich persönlich jetzt? Ich persönlich ein Catering? Du hast ja ein Menü, das besteht ja aus mehr Speisen. Du hast ja, absolut. Ich überlege jetzt gerade erstmal, was für eine Veranstaltungsart ich machen würde. Genau. Ja, also was ich auf jeden Fall machen würde, ist, wir haben so einen Döner, Berlin steht ja so für Döner. Mhm. Und wir haben wirklich, voll viele Kunden kommen nach Berlin und sagen, es muss einen Döner geben. Es ist genauso wie, es muss eine Currywurst geben, aber es muss einen Döner geben. Wir haben einen geilen Döner entwickelt, wir haben einen veganen Döner entwickelt. Ja? Und der ist so, da kriegen wir so geiles Feedback für. Ja? Ich glaube, den würde ich auf meiner Veranstaltung auch so zum Mitternachtssnack hinbringen. Ja? Sonst ist es so, ich würde bei meiner Veranstaltung, ich würde auf jeden Fall den Salat Rakete machen. Mhm. Ja? Den esse ich wirklich Jahren. Was ist das? Das ist dieser Koriander-Mintsalat mit der Kokosvinaigrette, den wir seit 9 Jahren auf den Veranstaltungen kochen. Mhm. Ja? Dann haben wir sozusagen, wir haben so ein Beef-Aquarium, das würde ich machen, weil ich sozusagen, ich esse schon gerne gutes Steak. Ja. Ja? Das würde ich auf jeden Fall machen. Und dann ist es so, every children's dream und meiner auch, ist, es gibt so ein Eis-Teppanyaki. Aha. Das ist im Prinzip, also ich liebe Eis. Mhm. Und da kannst du dir jetzt praktisch sozusagen dein Eis selber zusammenstellen. Ja. Kinderschokolade, Oreo-Kekse. Was ist Banyaki? Ist das was ja, Teppanyaki. Es gibt doch diese japanischen Grillplatten. Ja, genau. Und es gibt diese Grillplatten auch mit Kälte. Ah, okay. Und dann macht man praktisch eine Eismasse da drauf. Und dann macht man Kinderschokolade mit dazu, Oreo-Kekse, getrocknete Früchte und dann wird das mit so Spateln so gemischt. Ja. Ja? Und dann kann man so Rollen davon wegmachen. Das ist richtig geil. Ja, mega. Das würde ich machen. Ja. Ja, die drei Sachen würde ich servieren, glaube ich. Es gibt in Charlottenburg einen veganen Döner. Ich habe den Namen jetzt vergessen. Also meine Freundin ist vegan, deswegen kann ich mich ein bisschen mit vegan ausdrücken. Okay, sehr gut. Mein Menü hätte fast so ausgesehen, wie du es beschrieben hast. Genauso noch mit dem Beef dabei. So. Ja. Ja. Was ist denn in dem veganen Döner drinnen? Ich weiß, der ist mit Seitan gemacht, den ich Charlottenburg mal hatte. Ja. Der war mega gut. Der war richtig krass. Was ist da für ein Fleischersatz drin? Also bei uns ist es Sellerie.
Sellerie, okay. Genau, und also bei uns ist es so, wir nehmen diese ganzen Knollensellerie, ja, und die werden in so einen Pilzfond eingelegt. Krass. Und dadurch kriegen die sozusagen so einen herzhaften, sozusagen vollmundigen Geschmack. Wow. Ja. Dann werden die gegart, ja, und dann werden die auf einen Dönerspieß gesteckt. Wow. Dann hat man im Prinzip so einen Dönerspieß, ja, und dann wird der richtig sozusagen runtergeschnitten. Ja. Wow. So wie ein Döner. Krass. Genau. Kriegt man den irgendwie so auch, außer jetzt beim großen Catering-Event, jetzt so als, als Normalperson jetzt in Berlin? Kriegt man das sowas? Also man kriegt es noch nicht, aber man kriegt es bald von uns. Was heißt das? Wir wollen unbedingt den Döner allen zugänglich machen. Genau, und deswegen sind wir auch auf der Suche nach einem Laden dafür. Mega. Ja. Krass. Sehr geil. Sag Bescheid, wenn ihr das habt. Mache ich auf jeden Fall. Das klingt ja mega kreativ. Also die ganze Journey, was du gemacht hast, von Reisen bis zu als das Winter-Christmas-Event, dann zu Corporate-Events und Online-Events. Wie inspirierst du dich denn persönlich für neue Konzepte, aber auch für neue Speisen? Hast du so irgendein Framework oder irgendein Tipp, wie du dich selber inspirierst? Schaust du Kochshows selber? Gehst du selber viel essen? Also sobald ein Restaurant aufmacht, versuche ich hinzugehen. Ja. Also das ist schon so. Ich versuche einfach überall Gastronomie einzuatmen, zu leben. Ja. Genau. Aber ich lasse mich auch im Internet inspirieren. Ich lese auch meine Zeitung. Also so, ja. Also ich versuche einfach Gastronomiekonzepte einfach aufzusaugen. Was machst du, was sind deine Top 3 Empfehlungen jetzt außer das Klärchen Ballerhaus in Berlin von deinen Restaurants, die du empfehlen würdest, jeden, der jetzt reinkommt von ganz Deutschland? Okay, 3? Mhm. Also wenn ich 3 machen soll, dann würde ich sagen Grill Royal. Ja? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja. Das ist einfach, das ist das konstant beste Restaurant. Was würdest du da empfehlen oder was würdest du da nehmen als Essen? Also da würde ich in der Vorspeise essen Burrata und Burrata und Hamachi würde ich in der Vorspeise essen. Ja. Dann würde ich was machen, dann würde ich einen Zwischengang einschieben, dann würde ich eine Seezunge essen. Mhm. Ja? Die haben sozusagen so eine Seezunge. Mhm. Ja? Da, aber nicht eine ganze pro Person, sondern sozusagen eine halbe pro Person. Mhm. Ja? Seezunge nur mit Spinat und Sauce Bernays. Ja. Ja? Und dann würde ich im Hauptgang würde ich ein Steak nehmen. Da ist es sozusagen so für die soll ich jeder ein Steak von der Steakkarte aussuchen, ja? Und dazu will ich essen grüne Bohnen. Ja. Ja. Und zum Dessert will ich Schokoladeneis essen. So, also erstes Restaurant Grill Royal. Zweites Restaurant. Ganz kurz, Steak, Medium Rare oder Rare, wie hieß das? Ich esse Medium Well. Medium Well, okay. Ich esse Medium Well. Okay. Also für mich ist es so, ich esse auch mal Medium, aber ich bin nicht der Rare-Fleisch-Typ. Okay. Ja. 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 Dein zweites war? Zweites Restaurant würde ich sagen, würde ich 893 gehen. Mhm. Ja. 893 Rio Thai auf der Kantstraße. Aha. Ja. Das ist einfach ein richtig, richtig geiles Konzept. Also das erinnert mich sozusagen auch schon wirklich so ein bisschen an das, was ich in Hongkong mal gesehen habe, das, was es in London gibt. Ja. Ja, das ist sozusagen, würde ich sagen, das ist ja so ein bisschen Japanese Fusion. Ja. Okay. Das ist sozusagen, also 893 und dann würde ich will noch 2 sagen. Ja? Ja, dann würde ich sagen, dann gibt es auch auf der Kantstraße Min Trang, da gibt es die beste Pho-Suppe. Ja? Ja, das ist wirklich Kantstraße-Ecke. Die kommen aus Vietnam auch, kennst du die Besitzer? Genau, ja. Ja. Also Kantstraße-Ecke, Kaiser-Friedrich-Straße. Ja. Da gibt es die beste Phobo-Spezial, muss man dort bestellen. Ja. Phobo-Spezial, das haben die dich bezahlt für Werbung auch? Bitte? Haben die dich auch bezahlt für Werbung? Nein. Ich glaub, weißt du, woher die kommen aus Vietnam? Nein, keine Ahnung. Also wirklich nicht. Ja. Aber da bin ich seit 10 Jahren Stammgast. Ja? Ja. So, genau. Und dann würde ich frühstücken gehen im Setz in der Schlüterstraße. Ist witzig. Setz heißt das? Ja, genau. Okay. Ja. Setz Kaffeehaus. Ja. Würde ich in der Schlüterstraße noch frühstücken gehen. Die haben das geilste Frühstück. Geil. Ja. Das ist jetzt witzig. Sind jetzt im Prinzip 3 Restaurants, habe ich genannt, die irgendwie im Umkreis von 1 Kilometer sind. Ja, alle gegen Charlottenburg dann. Ja, genau. Charlottenburg ist einfach saugut zu essen. Ja, mega. Ja. Ja.
Ja. Gibt aber sonst in Berlin, ich könnte jetzt noch weitermachen. Aber wenn ich jetzt so sagen würde, wenn jetzt jemand nach Berlin kommt, würde ich ihm auf jeden Fall empfehlen, eins dieser Restaurants zu gehen. Ja, genau. Also es ist in Mitte, das ist auch ganz witzig, ich wohne auch in Mitte hier, das sind ganz viele Vietnamesen. Also ich habe so von Monsieur Wong bis zu anderen, also bis zu Ryong und so weiter, ganz viele Vietnamesen. Weißt du warum? Ist das ein Zufall oder? Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass es gab, glaube ich, sehr gute Beziehungen zwischen Vietnam und der DDR. Ja. Bin ich aber nicht ganz sicher. Ich hoffe, ich verwechsel jetzt was nicht. Aber ich glaube sozusagen, da gab es einen guten Austausch. Ja. Ja, und deswegen glaube ich sozusagen, hatten wir sozusagen, war es relativ einfach, glaube ich, für sozusagen viele Vietnamesen. Ja. Ich weiß nicht, ob sie sozusagen schon hier angesiedelt waren oder ob sie dann sozusagen einfach gemacht wurde, herzukommen. Ja? Und sozusagen sind einfach mega geschäftstüchtig. Ja, genau. Ja? Und also auch, kennst du den Don Juan Center? Diesen Don Juan im Weißen See? Da gibt es so, habe ich mal gehört, hier so einen asiatischen Großmarkt, so Hallen. Ja. Da muss man hingehen, das ist der Hammer. Geil. Du siehst die Jungs, die knüppeln jeden Tag. Ja. Das ist sozusagen, das ist so, kennen kein Wochenende. Und ich glaube, es sind einfach umtriebig und geschäftstüchtig. Ja, genau. Das muss es sein, ja. So. Und und das Essen kommt gut an. Ja, mega. Es ist einfach sozusagen eine frische, geile Küche, die man auch zwischendrin gut essen kann. Ja, genau. Ganz leicht, ja. Weil wenn du jetzt nicht, wenn es sich nicht ums Essen dreht bei dir, wo holst du dir deine Energie raus? Als Geschäftsführer oder als Gründer ist es immer stressiger auch. Wie dankst du auf? Was hast du auch so für Strategien und Tipps auch, um selber auch balanciert zu bleiben, Energie zu haben? Gibt es irgendwelche Passions, die du hast? Also meine absolute Passion ist sozusagen schon Gastronomie, Lifestyle. Mhm. Ja, also das ist so, die meiste meiner freien Zeit verbringe ich irgendwie in diesem Kontext, dass ich würde sagen, wenn ich jetzt nur sage, essen gehen, ist das so ein bisschen langweilig. Mhm. Ja, aber es ist sozusagen, also das ist es. Und sozusagen, also ich verreise viel, ja, also sozusagen ich bin auch viel außerhalb von Berlin, ja, und da dann eben auch, ich erkunde eine neue Stadt immer über die Restaurants, immer übers Essen. Ja? Ja. Also es ist so, wenn ich dann nach Kopenhagen komme oder so, dann ist es sozusagen so, dann bin ich wirklich danach, brauche ich erstmal 2-3 Tage Pause. Ja. Ja. So. Also hast du noch den Traum, das beste Restaurant der Welt hast du gerade deine Vision? Genau. Steht das noch? Ja, ich habe einen Traum. Und zwar, mein Traum ist schon sozusagen, ist verschiedene Restaurants, also individuelle Food-Konzepte. Eigentlich das, wo wir aus dem Catering herkommen, also wir kommen ja aus dem Catering, wir machen immer individuelle Food-Konzepte, das sozusagen im Prinzip auch die Schaufenster auf den Straßen zu haben. Ja. Ja? Also ich träume schon davon, mehrere Restaurants zu betreiben, mit aber unterschiedlichen Konzepten. Ja. Genau. Mega, krass. Max Jensen, vielen Dank heute für den Podcast. Also mega interessant, wie ihr Catering neu erfindet, über Corona das alles auf online geschiftet habt, jetzt wieder back on track mit neuen Konzepten wie den Sellerie-Kebab, richtig? Den vegan? Genau. Also mega, mega spannend. Danke, dass du heute bei uns warst. Würde gerne mehr von euch sehen und ich glaube, wir müssen jetzt heute was richtig Gutes lunchen gehen. Ich habe richtig Hunger bekommen aus den ganzen Erzählungen von dir. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja. Hat richtig Spaß gemacht. Danke für die Plattform. Ja, danke für alles. Richtig cool. Und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit euch.